Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem dritten Let's Eat Together. Heute bin ich wieder mit meinen Freunden, hätte ich gedacht. Heute probieren wir, gib bitte deinen Daumen weg. Heute probieren wir Bio-Knoblauchspieß. Ja, und übrigens, das könnte vielleicht so sein, wie wenn die Müllmänner, wenn schon Bio dasteht, die Müllmänner haben wahrscheinlich die Biomülltonne ausgeräumt und mein Freund sagt die ganze Zeit, ich soll die Kamera an das halten. Der versteht nichts davon. Dann sieht man ja gar nichts. Sicher, so, sieht man viel weniger. Wieso? Ich hab es auch nicht so gehabt. Und es werden uns jetzt vielleicht ein paar Katzen über den Weg rennen. Denn ich habe zwei Katzen und wir machen das heute im Freien. Aber egal, Natur! Wie gesagt, Bio, das ist in der Natur. Sei froh, dass ich überhaupt ein Video mit dir mache. Dann kannst du ja froh sein, mit einem YouTuber ein Video zu machen. So, wie gesagt, haben sie aus der Biomilchtonne geholt, ein paar Nüsse, zusammengekratzt und jetzt haben sie es in diese Schachtel gegeben. Das Mittagessen von den Müllmännern. Also nichts gegen Müllmänner, aber war ein kleiner Spaß. Jetzt will mein Freund die Kamera halten. So. Jetzt machen wir das. Ist das viel besser? Auf. Ja, hier öffnen. Ich glaube, ich muss. Ist doch Bio. Ich glaube, so hart wie Bio. Habt ihr das gesehen? Du musst es schon auf das Bio auch. Bio. Ich hatte irgendwie aus wie Hafenkacke. Also wir haben keine Ahnung, wie das schmeckt, aber... Ich nehme mal ein. Jetzt ist schon wieder mein... Weg da, Frodo. Frodo, weg. Nein. Hey, Frodo, geh zur Wande und spiel. Ja, meine Katzen. Aber egal, wir machen jetzt weiter mit den Let's Eat. Ich kenne den Namen. Hey, gib mal eins. Ich probiere jetzt zuerst. Es schmeckt zwar nicht gut. Pfeffrig und ein bisschen scharf. Es schmeckt zwar nicht gut, aber es ist langweilig und mein Freund will es ausspucken. Ja. Es ist langweilig, also. Es schmeckt aber irgendwie es ist langweilig. Ja, aber zweites davon kann ich nicht. Scheiße. Ha, komm schon. Das war der Rappen. So, das war's mit diesem Let's Eat. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.